Laser Rifle Damage erhöhen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Ding wirklich so lange noch arbeiten werden. Und wenn ich irgendwann auf die Combat Laser Shotgun Geschichte umsteigen. Wann auch immer die kommt. Warum springen wir schon wieder von 5 auf 6? Von 5 auf 8. Da ist die Laser Gun. Ist aber wieder eine andere Laser Gun. Da ist die Laser Shotgun. Braucht kein lila Tränke. Und Edelsteine sind jetzt auch kein Problem mehr. Ja. Das heißt, wir müssten nur einmal 150 ausgeben, um den Sprung quasi zu machen. Und dann passt das alles. Ja, Military 6 braucht nur Military 4, braucht nicht mal 5. Ja, komm. Das heißt, wir verballern jetzt 150 Liter Tränke, die wir eigentlich nutzen wollten für die Turmverteidigung und sorgen stattdessen dafür, dass wir mit einer Combat Laser Shotgun rumlaufen können, mit der wir alles zersäbeln können, solange bis Könige und Königinnen kommen. Ja, okay. Mal ein bisschen was aktiv machen ist ja auch ganz schön. Also ich weiß, in der letzten Staffel gab es ein paar Folgen, die waren ein bisschen öde, weil es durchgehend nur Gepiu-Piu war auf irgendwelche Alien-Basen und im Kreislauf und so weiter. Aber hier ist das fast genau das Gegenteil. Wir waren fast gar nicht draußen. Ich bräuchte hier nochmal irgendeinen Ausgang. Bau mal bitte. Da. Hier ist doch nirgends so ein Ausgang, oder? Ja, okay. Dann bauen wir bitte da einen Ausgang. Sackt das alles ein und macht daraus. Blub. Und blub, blub. Und das war's. Ich sehe Wasser. Da. Genau, das ist, den Sand sollte ich noch abliefern, damit wir auch irgendwann mal daraus Sandsäcke hinbekommen. Blut haben wir inzwischen auch eine Menge. Wobei ich da auch noch nicht reingefuchst habe. Es wurde schon mehrfach in den Kommentaren erwähnt, dass ich einen Fischer bauen sollte, der wohl dafür sorgt, dass ich Blut bekomme. Aber irgendwie, es läuft jetzt schon ziemlich gut. Und ich denke, wenn wir hier jetzt plötzlich unendlich viele Talentpunkte und was weiß ich hätten, dann wäre es vielleicht sogar ein bisschen zu einfach. Also ich glaube, ich mache erstmal so weiter wie bisher. Und ignoriere den Cursed Mod, was den Aspekt zum Beispiel angeht. Also dieses Passive mit X bekommen sollte das okay. Aber das Ganze jetzt automatisieren wäre, glaube ich, ein bisschen Overkill. Vorerst zumindest. So, Sand sollte ich nicht hier reinschmeißen, sondern... Wo sind die Sandsäcke? Da sind die Sandsäcke. Dump, dump, dump. Gut, was sagen die Roboter? 120 von 190 haben nichts zu tun. Das ist interessant. Ja, ich glaube... Ich schnapp mir mal ein paar grüne Chips. Was? Was fehlt? Die da fehlen. Was fehlt da? Gold. Ja, wir haben noch kein Gold, so wirklich. Ich könnte allerdings auch einen Teil unserer Basis umbauen als Replikatoranlage, wo dann all die Erze repliziert werden, die wir normalerweise abbauen müssten. So wie Gold zum Beispiel. Na, mal gucken. Das mit den anderen Ressourcen ist ja soweit okay, ne? Kupfer und Eisen. Ja, hält sich. Eisen kraxelt immer kurz vor den 100.000 rum und Kupfer um die 40.000. Das ist schön, dass das stabil ist. Warum bist du nicht repariert? Wir müssen okay. Ohne Fragezeit. Schön bau die da alle. So, Military 4 ist auch gut am Durchticken. Das heißt, ich werde jetzt gleich, wenn ich in der Basis bin, die roten Tränke ebenfalls verdreifachen. Also, dass wir jetzt drei Fabriken haben statt einer. Weil die Forschung für Military 6, wo wir gleich rausspringen können, und 7, die braucht doch auch recht viele rote Tränke. Und es wäre schade, wenn rote Tränke ein Bottleneck wären. So, du. Nochmal so. Und kann ich die denn nicht draufsetzen?
weil es das falsche Blueprint war. Ja, nimm dich da mal weg. Setz dich da mal drauf. Was warst du? Du warst Krimskrams, den keiner mehr wollte, ne? Ich könnte dich jetzt recyceln. Aber weißt du was? Die Sachen hier drin waren gar nicht so teuer. Gut. Weg mit dir. Du. Dahin. Genau, und du, ihr seid jetzt falsch. Ihr müsstest theoretisch die da sein. Damit ich mir das für später merke, dass hier noch ein Knick rein muss und die ganze coole Geschichte weg. So, Sandmauern. Setz ich mal da unten hin, wo noch keine zweite Mauer ist. Bevor ich irgendwas anderes mache. Okay. Aug Station. Könnte ich sogar instant bauen. Hey, 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 hey. Bau mal. Und bitte, 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 bitte verdoppel meine Aug Station. Das wäre echt schick. Also wenn ich das Ding anmalen würde. So. Genau, Aug Station würde dann hinkommen, wo? Hier unten irgendwo. Das heißt, das müsste erstmal dicht. Irgendwie kriege ich aber nicht genug Landfill gerade. Ich denke, das wird daran liegen, dass hier unten nicht schnell genug hergestellt wird, ja. Also die Landfill-Fabrik frisst schneller Steine, als die Steine unten hergestellt werden können. Das heißt, ich nehme mir erstmal ein kleineres Stück hier. Wo ich denke, wo ungefähr die Augstation hinkommt. Und mach das zu. Ja, okay, die Augstation kommt eher irgendwo hier hin. Okay. Gut. Mach ich halt hier zu. Und das wird nicht reichen für. Komm mal einen davon. Ja, die 131 werden nicht reichen, um das jetzt zu machen. Schade, schade, schade. Ja, aber gut, lässt sich nicht ändern. Was noch, was noch, was noch, was noch? Ein bisschen Blueprints, würde ich sagen, mache ich jetzt mal. Also hier abreißen, die abreißen, dichter hin, dichter hin, dichter hin. Dass es hiermit nicht aufgeht, ist ein bisschen schade. Also sehr schön, dass es mit den Fabriken ideal aufgeht, aber dass halt die Solar Panels hier nicht aufgehen, ist ein bisschen schade. Aber man kann nicht alles haben. So, du dahin. Das heißt, hier unten wird dann schon alles golden. Das ist schick. So, Vierer ist fertig. Super. Machen wir den Sechser und ich sollte jetzt auch wirklich das tun, was ich eigentlich vorhatte, nämlich die Jodtränke machen. Bevor ich das noch vergesse. Das wäre nicht so schön. Das heißt, wir nehmen jetzt einen so einen Blueprint. Bauen den da und da hin. Enden den aber um auf nicht grüne Tränke, sondern rote Tränke. Genau, du machst bitte rote Tränke. Du machst bitte rote Tränke. Und du hättest gerne nicht das. Du hättest auch nicht gerne das. Sondern ihr hättet gerne Kupfer- und Steinzahnräder. Da jetzt der ganze Stein aufgebraucht wird, auch für die Landfill-Geschichte, haben wir eventuell nicht genug für die Zahnräder. Müsst ihr gleich mal im Auge behalten. Erstmal. Nein, 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 nein. Was war das? Stainless Steel Plate, nein, Kupfer und da. Weg. Sack die mal alle da ein, die alten. Blub, 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 blub. Ich will ein paar von denen hier einfangen und daraus die MK3er machen. So, MK3er dürfen gehen, MK2er bleiben da. Bum, 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 bum. Mwahahaha. Sehr schön. Brr. Super schnell raus. Oh, habe ich das kaputt gemacht? Schritt rechts, Schritt links. Okay. Und bitte schnelle Fabriken da draus machen. Gut. Hier fehlt irgendwas. Weiße Chips. Wir haben keine weißen Chips mehr. Ja, doch, haben wir.
Warum sind die 68, wenn du nur 20 haben willst? Du willst auch nur 20 haben. Ja. Ja, das Problem ist, dass die Kisten jetzt erstmal gefüllt werden wollen. Und das sind halt 50 lila Fabriken in dem Fall hier. Und das sind dann halt, ne, über 50 weiße Chips. Oder, genau, 50 weiße Chips, weiß ich gerade gar nicht. Das ist ein Problem. Und wir haben halt nur zwei von denen hier. Die gerade nicht arbeiten, weil keine Basic Electronic Components da sind. Und es sind keine Basic Electronic Components da, weil kein Tin da ist. Das Tin ist alle. Das ging schneller als erwartet. Gib mir bitte Mining Drills. MK2. Das heißt, wir müssen jetzt kurzfristig wieder unseren Außenposten im Westen aufbauen. Okay, das ist gefährlich. Aber wenigstens sind die Dinger noch da. Werden angegriffen, aber es hält. So, mach mal ein Licht. Ich habe gar nicht genug Türme hier, sehe ich gerade. Das ist nicht schön. Bau mal stinknormale Lasertürme. Und die Roboter waren auch nicht schnell genug und haben nicht genug Drills geliefert. Okay, bisschen besser vorbereitet nächstes Mal. Du mach mal Speed hoch. So, kurz hier warten. Müssten wir eigentlich ein paar Drills geliefert bekommen. Da, 6 Stück. Okay. Zurück. Blub. So, hier haben wir auch Gold. Ich glaube, ich baue dann einfach gleich mal beides ab. Also Gold und Tin. Brauchen wir auch beides. Das heißt, ich hätte gerne hier einen davon, da einen davon. Da einen davon, da einen davon. Und dann macht ihr bitte kistenweise Zeug, das wir brauchen können. Gut, und das sichern wir jetzt mit 14 Lasertürmen. Ich sehe da schon rote Punkte. Ja, das sind rote Punkte auf dem Weg. Oh, die gehen aber an uns vorbei. Hä? Aber Information fast, das sieht sehr cool aus. Und genau dahin, wo nur eine Reihe Türme sind. Ja, das behalte ich mir gleich im Auge. Also das Mauerstück da, dass ich das dann noch verstärke. So, dich mal dahin und dich dahin, falls einer von direkt oben kommt. Und das sollte dann fürs Erste auch reichen. Und setzt mal die schlechten Mauern dahin, damit überhaupt eine zweite Mauer da ist. So. Gut. Dicht. Ja, damit. So. Wie machen wir es mit Tin und Gold? Ich könnte theoretisch ein Fließband legen und das bis zur Basis liefern lassen. Kommt mir schon komisch vor, ehrlich gesagt. Weil es ja quasi hinter unseren Linien ist. Und im Feindesland irgendwie Transport Bales zu setzen, ist komisch. Vor allem, wenn man weiß, dass sie gar nicht angegriffen werden. Das mal mit. Das sollte für die ersten Tin Wire reichen. Und dann komme ich einfach in 2-3 Folgen nochmal wieder und gras das da ab. Aber es ist eine schöne Ecke. Also gerade, dass sowohl Tin als auch Gold da ist, was wir beides hier jetzt doch häufiger brauchen, macht einen schönen kleinen Außenposten. Genau, wieder zurück zu den. Und schmeiß aber alles hier rein. Zim, zim. Zim, 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 zim. Zim. Yeah. Wow, 310. Sehr schön. Ah, das ist sehr schön. Und die Augstation wollte ich jetzt setzen. Was bestimmt wieder ein bisschen friemlich wird. Aber na gut. Mach das bitte zu. Und dann gehen wir von da nach. Und dann da, ja, irgendwo hier. Mist, jetzt habe ich schon okay, warte.
Ich sollte mich erstmal in die Nähe davon stellen. So. Ein nach rechts, ein nach links. Dahin. Dann mauern will ich ein. So, dann weiß ich, dass es da drin war. Und dann kann ich von da drin das aber weiter nach unten ziehen. Und zwar idealerweise irgendwo mittig, wo die Fabriken später sind. Ja, das ist eine gute Idee. Mach mal hier dicht. Und baue ich hier dann schon mal die Fabriken hin. Also die Platzhalter für die Fabriken. Und dann quetschen wir es quasi zwischen diese beiden. Wobei die dann theoretisch keine... Wobei an die Stelle dann keine Kisten können und ne, das andere Probleme verursacht. Aber es passt einigermaßen. Es muss da rein. Also von da aus nach unten. Und dahin. Bam. Ihr habt alle keinen Strom, weil... das Ding nicht angeschlossen ist. Ja, das Ding hat gerade keinen Strom. Was ist doch überlappend mit dem, richtig. Trotzdem ist das Ding nicht angebunden. Ja. Das stimmt wohl. Jetzt aber. Ja, da müssen wir uns noch was überlegen, dass es irgendwie ein bisschen schicker aussieht. Dass die AUX-Stations miteinander besser verbunden sind. Aber das ist ein Problem für ein andermal. Gut, das heißt, wir haben hier unten jetzt Stromverbindung. Das heißt, es muss noch das aufgefüllt werden und das hier. Und dann können wir richtig loslegen mit allen Fabriken. Roboter mache ich mir jetzt nicht ganz so viele Gedanken. Wir haben fast durchgehend 100, die nichts zu tun haben. Und es geht jetzt doch schon ziemlich flott, hier aufzustufen. Blub. So, oh nein. Das ist genau der Außenposten. Lauf, 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 lauf. Bau mehr Lasertürme. Hätte vielleicht doch eine Mauer drumherum setzen sollen. Hm? Um so einen Außenposten eine Mauer zu bauen, könnte ganz praktisch sein. Ja. Okay, also das Ding wird jetzt nächste Folge gesichert. Und was hier drin ist in den Kisten, nehme ich mit nach drüben, damit wir da die Ressourcen gesichert haben. Okay.